Hast du was zu trinken mit? Dann in die blaue Tasche. Und ansonsten gut. Dann Schwimmwesten an und dann geht's los. Man ist so, man fühlt sich ein bisschen allein auf dem Wasser und man kann sich, wenn ich jetzt in einer Gruppe segle, wie jetzt, dann kann ich zum Beispiel mein vorbeifahrendes Boot mal grüßen, Ahoi, Free Willy oder so. Und das macht auch immer ganz viel Spaß. Und das Schöne am Segeln ist sonst noch, dass ich halt auch ohne CO2-Ausstoß und so weiter und ohne Schadstoffe mich fortbewegen kann. Und ich merke eigentlich gar nicht, wie ich mich fortbewege, weil ich gestern das erste Mal richtig gesegelt habe. Vorgestern bin ich da nur so rumgedümpelt und stand die ganze Zeit im Wind und konnte mich nicht bewegen. Und ja, das ist das Schöne daran. Und man merkt gar nicht, wie man sich fortbewegt. Und dann, ja. Ja, die Opti-Kinder sind auf dem Wasser. Herrliches Wetter hier auf der Ostsee vor Grömitz. Und ja, die Segelschule Blauer Peter in Grömitz ist ja bekannt dafür, dass sie gerade so Kinder, Urlaubskinder, Schulkinder betreut. Kathi Roman ist die Trainerin. Kathi, wir haben ja gerade gehört, du hast sie auch schon ein bisschen angefeuert, ein paar Kommandos gegeben. Auf was achtest du ganz besonders? Ja, also bei der Welle und bei dem Wind ist vor allen Dingen wichtig, dass sie weiter vorne sitzen, damit sie die Pinne hinterm Rücken frei bewegen können. Dass sie alle immer nach vorne gucken, nicht nach hinten. Das ist ganz wichtig, ja. Immer schön zwischen den Bojen bleiben, nicht so weit abtreiben. Ja. Du hast ja gesagt, du bist selbst auch mal Leistungssportseglerin gewesen, hast eine Pause gemacht, jetzt geht die Schule und die Ausbildung vor bei dir. Was ist für dich enorm wichtig, was willst du den Kindern eigentlich vermitteln? Ja, den Spaß am Segeln auf jeden Fall, dass sie hinterher möglichst alle dabei bleiben, das wäre mir ganz wichtig. Und ja, sie müssen nicht alle Leistungssport segeln, aber dass sie genau diese Begeisterung fürs Segeln haben, die ich hatte. Und ja, oder immer noch habe. Es ist ja auch ein Angebot für Urlauber. Wann sind die Kurse? Wann kann man sagen, wann können die kommen? Ja, also die Kurse beginnen immer montags, gehen von Montag bis Freitag. Es gibt einen Vormittagskurs für die Anfänger, der ist von 9 bis 12.30 Uhr und der Nachmittagskurs ist von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. Das ist dann für die Fortgeschritteneren, beziehungsweise wenn man einen zweiwöchigen Kurs bucht, hat man in der ersten Woche vormittags, in der zweiten Woche Nachmittagskurs. Dankeschön, Kathi. Also, Segeln hier in Grömitz, nicht nur ein Tipp für kleine Kinder, das haben wir gehört, auch natürlich für Urlauber. Und Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie Lust haben, ein bisschen diese schöne Feeling auf dem Wasser zu genießen. Also hier die Segelschule Blauer Peter in Grömitz, die warten alle auf euch.